Revell Harry Potter 3D Puzzle mit dem Hogwarts Express und wir sind so schnell. Guter und bedeutet. Genau, und wir sind so schnell. Ja, fies. Dann glaubt uns keiner. Nein, wir sind nicht schnell. Überhaupt nicht. Oder? Doch. Doch. Okay. Wir sind schnell wie Sonic. Guck mal, das haben wir schon mal. Ja, das haben wir schon mal. Die Reifen. Nein, das sind keine Reifen. Das sind die Dämpfer, um einen Anhänger, um den Waggon anzukoppeln. Den wir auch noch bauen werden. Juhu. Juhu! Du, du! Ja. Du, du, die Eisenbahn kommt! Der Hogwarts Express fährt gerade ein. Alle, die jetzt nach Hogwarts wollen, müssen einsteigen. So, mein Engel, es geht weiter. Dann lass uns mal gucken hier. Wir sind angekommen. Tut, tut. Tut, tut. Tut, tut. Weil keiner zuguckt, Luca. Aber da musst du zutun. Ja, aber die gucken gerade nicht zu, mein Hase. Da habe ich die schlafen schon. Meinst du, dass die schon schlafen? Die denken das. Ja. Die okay, wir müssen das hier doch nochmal abmachen. Die das dann lange Fachteil, also geht das eigentlich. Ja. Du, du, die Eisenbahn fährt jetzt nach Duisburg. Nein, die fährt nach Hogwarts. Nach Hogwarts. Auf Gleis 9, 3 Viertel. Du, du, die sind in Duisburg angekommen. Meinst du? Du, du. Oh, das ist aber hier... Also muss ich das und dann machen? Nee, das musst du nicht zusammen. Kannst du mal versuchen. Ich krieg das nicht geknickt hier. Jo! Ich das und ich den nicht rein. Ja, weißt du warum? Weil das hier, das ist so dünn. Boah, das ist Wahnsinn, ne? Da hielt ich mich auf. Ja, da kriegt der Papa schon wieder Plack bei. So. Da muss jetzt mal gesagt werden hier. Nein, das ist ja... Ist das richtig? Ja, aber guck mal, du musst das vorher... Muss das noch dahin. Das muss da durch. Das ist so eine kleine Dinger. Ja. Du auch, oder? Ja, vor allem mag ich es nicht. Das sind hier so Sachen, wo ich echt schon meine Probleme habe. Aber okay, ja. Ich habe halt meine Probleme mit den deinen kleinen Dingern. Ich bin halt nicht so ein filigraner Mensch. Und wenn bricht der nicht durch. Und dann halt noch sowas Kleines hier. Bei mir auch. Wo hier was dran soll, was aber nicht dran geht.
Wo ich schon wieder sage, ey Leute, das ist für einen 8-Jährigen doch echt ein bisschen schwierig. Also, ne? Versteht mich da nicht falsch. Es mag bestimmt ein paar 8-Jährige geben, die das können. Und wir nicht. Boah, du musst mir helfen. Ich versuche den. Ah, jetzt. So. Jetzt haben wir den drin. Jetzt kommt den noch da rein. So. Okay. Bam, bam. Dann komm mal her. Dann helfe ich dir. Guck mal, ist doch richtig. Oh. Er geht nicht weiter. Aber guck mal, was haben wir jetzt hier gemacht? Ein Fehler. Ja, jetzt hast du die Zahl nach außen, ne? Ja. Was haben wir gesagt? Wo kommt die Zahl hin? Nach? Außen. Nach innen. So. Und da habe ich noch. So. Ranschieben. Ich mach doch eine Pause. Natürlich. Du hast auch so schwer gearbeitet. Ja. Hm. Da sagt er auch noch ja. Glaub ich, das Auto ist einfacher. Das Auto? Ja. Nee. Glaube mir jetzt schon, das Auto wird nicht einfacher. So. Mach. Und jetzt kommt das. Wir machen das heute. Das Auto mache ich heute nicht. Warum? Weil mir noch Farben fehlen. Da ist schon dann Farben. Papa. Ach, das kleine Auto. Ja. Das hier. Ja, aber wir machen das doch nach Reihenfolge. Aber heute geht so. Das auch noch. Guck mal. So. Dann muss jetzt. Ich dann, dann, oh, weia, jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir uns das hier holen. Ja. Und jetzt kommt das hier dran. Oh Mann. Die Eise stand, der super Stuhl. Sie war auch richtig einfach. Ja? Ja, aber jetzt ist das so. Gar nicht einfach. Jetzt haben wir das. Ja. Und jetzt, guck mal, jetzt kommt das hier. Jetzt muss man das hier oben draufsetzen. Was ich noch gerade nicht verstehe. Ja, aber hör mal, ich mach das hier nicht alleine. Ja, mach ich immer nicht. So. Das. Das Auto davon ist easy. Das da. Ja, deswegen macht man ja auch immer erst das Schwere. Sag mal, bin ich denn jetzt einfach hier? Blind? Bist du blind? Soll ich hier auch? Hör mal, ich krieg das da nicht rein. Das ist dein Problem. Nee, das ist eigentlich dein Problem. So, einmal. Ich hatte ein Problem. Ein Problem löst immer ein Problem. Ein Problem löst immer ein Problem. Bam, bam. Ich muss hier rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noooooooo! 1, 2, 3, 4, 5. Ma, sag mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Jetzt gleich flippe ich aber aus hier. Wirklich? Dann holt dann die Mama. Warum soll ich die Mama holen? Ist besser. Die da besser das dann machen. Wie da oben. Doch. Ich schaff das auch ohne die Mama. Nein. Der Haifen. Was macht der böse Haifen? Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Das Chassis melde ich auf die Karosserie. Bam, 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 bam. Bam. Ja. Da. Ich glaube, am besten übernimmst du hier den Stream mit dem Bauen. Ja. Aber meine Frau ist kamerascheu. Oder? Ja? Ja. Ich nicht. So, ich reiche das jetzt mal rüber, weil das ist noch nicht so wirklich fertig. Das muss in der Mitte noch runtergedrückt werden. So, Theo, wo willst du hin? Komm, wir machen weiter. Ich esse nur Tour. Okay, dann machen wir eine kleine Pause, mitten in der Aufnahme. Ja, so sind Kinder, ne? Was soll ich sagen? Ach, ist das schön. Ja. Ich trinke dann mal was. Was schmeckt das denn? Ja? Was gab es denn Leckeres? Was ist das? Hat Wurst geschnitten? Also Wurst geschnitten. Ah. Frikandel. Mach doch das Licht an. So. Jetzt wird es nämlich richtig lustig. Wie passiert sie denn? Ja, wir machen jetzt vorne den Kessel fertig. Heißt, wir brauchen die 6, die 5, die 1 auf jeden Fall schon mal. Und die 4 und die 3. Okay. Die hole ich auf. Hoppala. So, jetzt isst du erstmal bitte. Okay? Erst aufessen. So, und los. Da ist die 1. Wir holen das zusammen raus. Ah! Ah! Guck mal, das hat hier. Ich hab so die. Nicht dagegen hauen. So. So, die 6. Die 5, genau. Die, was hast du gesagt? Die 4 und die 3. Die 4 ist nicht easy. Okay, guck mal da. Aufpassen, das ist dünn. Aufpassen. So. Das ist dünn. So, okay. Guck mal, das haben wir schon. Guck mal, ob hier irgendwo was ist, was raus muss bei dem. Bei dem Großen weiß ich das. Nein. Soweit. Ah. Schwierig, ne? So. Und? Ist das also, dann? Wenn meine Frau schon sagt, das ist schwierig, ne? Dann muss man ganz klar sagen, für 8-Jährige, für ab 8-Jährige ist das Puzzle schon. Das ist was für geduldige 8-Jährige. Gut, aber welcher 8-Jährige ist heutzutage schon geduldig? Bitte. Das war früher bei den Kindern, die auf Kohle und Ascheberge gespielt haben. So. Aber heutzutage ist sowas nicht gefühlbar. Da ist wohl die Hilfe von den Eltern erforderlich. Ja. Nicht gefühlbar. Ja, verfügbar ist das auf jeden Fall nicht. Da habe ich recht.
Ach, mir fällt ja gerade mal auf, ihr seht jetzt ja, wo ich sitze. Ihr habt ja sonst immer nur den Greenscreen im Hintergrund. Ja, nicht hier dessen. Der Daumen. Ein Finger ist ab, ein Finger ist ab. So. Und ist ich glaube, die Mama hat's. Oder? Ja, das sieht gut aus. Oh, das sieht verdammt gut aus. Ja. So schön und so gut. Merci. Ich hoffe, ich habe alles. Ja, das sieht gut aus. Ja. Dankeschön. Ja. So. Sie hat's geschafft. Lass das mal ruhig an, das ist ganz gut, wenn es an ist. Weil dann haben wir noch ein bisschen mehr Rückenlicht. Wie sieht das? Ja, die Leute haben noch nicht mal das Ghetto gesehen. Dann müssen die. Das seht ihr auch nicht. Dann müssen wir. Den Zug da. Genau. Warte, dann musst du sehen. So. Ich mach das als Foto. Und dann kann ich die Leute. Nee. Nee. Luca. So, wo ist jetzt die 5? Da ist die 6. So, die 6 kommt da. Mäuschen, was ist jetzt hier? Wo bist du? Hinter dir. Stuhl. Ja, lässt du mich jetzt alleine hier? So, wo ist die 5? Du weißt, dass Müll, dass du es dann wie auch in den dunklen Müll wird. Jo, da ist ein Hund, dann ist das ein E. Oder? Okay, komm. Warum? Das ist ja dein Zug hier. Guck mal. So, guck mal, jetzt haben wir das erste runde Teil schon mal fertig. So, jetzt müssen wir hier die 4. Guck mal, du solltest doch gucken, ob da was drin ist zum Rausmachen. Engelchen, du lässt nach. Ja, mach ich auch. Sollen wir danach eine Pause machen? Nein. Vom Aufnehmen meine ich. So, machen wir den Kessel mal vorne zu. Ja. Und dann kommt das jetzt noch. Wie kommt das denn jetzt da dran? Ey. Das muss aber doch. Ach so. Ah. Guck an. Bin doch nicht so blöd, wie ich aussehe. Manchmal stelle ich mich einfach dumm an. Und? So, guck. So, und ja, das kommt jetzt. Das guck mal, jetzt brauchen wir schon wieder Teile. Jetzt haben wir da das obere hier gemacht. Das kommt nämlich nachher hier drauf. So. Mach das schon mal drauf. Ja. Das geht. Ja, aber da muss noch was drunter, weil das geht sonst vorne runter. So, dann lass mal gucken. Was brauchen wir denn hier? Wir brauchen und dann haben wir das die 13 und die 12. Und die 12. So, hier brauchen wir noch die 7 für den Kessel. Oh. So, dann haben wir das doch schon mal. Gib mal her. Dann machen wir den Kessel nämlich erst einmal fest. Das musst du leider machen. Natürlich. Du Frechdachs, du. Der sucht
stehst du dann so hin, wo der hin zeigt, okay? Okay. Das ist auch mein Zug. Ich entscheide, wo der Richtung zeigt. Wo der steht, wie der steht? Ja. Okay. Das ist auch mein Zug. Dein Auto so. Fährst du aus zur Seite, wo ja. Du den hinstellst. Also immer da oben. Die Option 1, 2, 3. Zeigt das? Steht auch der rote vierte macht. Noch das noch war 2021, oder? Ja. Und das war 2020, der Düne, oder? Genau. Ja! So. Und der Auto war jetzt kommt das. 2021 war der rote da. Der schwarze Steifen Auto da oben, richtig? Nee, der war. Irgendwie? Oh oh. Was? Der schwarze? Ja. Der ist dieses Jahr erst fertig geworden. Den habe ich ja auch erst zu Weihnachten bekommen. Ah, 2021! Richtig? Hab ich echt? 2022 haben wir doch jetzt schon, oder? Ja, aber. Ja. So. Da ist er. Er ist drauf. Wuhu, guck mal. Cool, ne? Ja. Aufpassen, ist noch nicht ganz fertig. So. Weil wir müssen jetzt noch die 44 haben. Oh, und die 53, 54. Müssen wir auch noch haben. So, jetzt gucken wir mal. 53. Warte. Fangen wir mal erstmal die 44. Ich hol die. Papa. Ist die. Ah, okay. Also, guck mal. Ja, da ist das Rot. So, wir brauchen das hier. Das kleine. Drückst du erst hier raus. Und die 41 dann. So, hier das. Langsam drücken, ne? So, und dann brauchen wir noch die 30. 53 und die 54. Die 30. Nee, nicht die 30. 30, habe ich was von 30 gesagt? Nee. 13 und 12, das habe ich schon dran, guck mal. Oh. 53, 54. Das 30. müsste... Ich wollte die da raus. Wo ist denn das? Moment. Ja, jetzt lassen Papa aber mal gucken. Ach, da oben. Da. Da. Guck, wo, guck dir an, wie die Teile aussehen. Und dann gibst du dem Papa die. So, da. Ah, wir drehen es mal so rum. So. Und dann gucken wir mal, ob du das da findest. Natürlich. So, der wurde den. Den und den sollte wunden. Papa. Ja, dann hol's raus. Die Videos gehen morgen online, ne? Mein Schatz. So, komm, dann machen wir jetzt die letzten Teile dran. Und dann beenden wir die Aufnahme nämlich. Ja. Weil dann sind wir schon wieder fertig mit zwei Aufnahmen. Nicht so, guck mal hier. Das und nicht teil. Meinetwegen können wir auch noch eine machen. Ja, eine ist besser. Und dann machen wir morgen nochmal. Ja, teil.
Ja, meinetwegen. Jeden Tag drei, okay? Naja, jeden Tag drei. Aber da musst du auch hier sitzen bleiben, ne? Ja. So, das machen wir jetzt noch dran. Und dann machen wir eine kurze Pause. Ja. Schaut mal, das ist hier an der Seite, an der Stuhl hier so ein bisschen dabei. Das ist egal, Luca. Dann bewegen wir sie. Boah. Und dann. Ey. Was denn? Ist das da abgegangen? Oh nein! No. Das war bei der Mama. Ja. Kannst du mal die drei festhalten hier? Ja. Oder will ich die Mama holen? Nein, du musst nicht die Mama holen. Doch, das hat viel. Das war die Mama. So. Zack. Ja. Danke. Bitte. Mein Engel. Mein so, Engel. Dann haben wir das nämlich schon mal wieder dran, fertig. Aber das muss ich nicht mehr machen. Doch, das machen wir jetzt noch dran. Damit wir dann das nächste gleich machen können. In der nächsten Aufnahme. Ne? Ja. Auch eigentlich wollten wir ja gestern, als wir das Ganze bekannt gegeben haben und euch erzählt haben, gestern schon anfangen und ein paar Aufnahmen machen, aber der Luca hat halt hinterher keine Lust mehr, aber das ist nun mal so bei mit Kindern, ne? Luki? Ja. Wenn wie bei Lotta. Ja, wenn ihr dann keine Lust mehr habt, dann ist das so. Ja. Und dann muss der Luca das auch nicht machen hier jetzt, bei den Sachen, ne? Ja. Also vor allem, weil das ist ja jetzt auch was, was dir, was für dich jetzt einfach mal was Neues auch ist, ne? Denn das ist tatsächlich für dich ein Puzzle. Aber dann müssen wir uns jetzt auch mal überlegen, ne? Machen wir so, hol mal so ein Puzzle für dich nochmal neu. Ja. Auch nochmal so ein Harry Potter. Und da sind ja noch einige Zusätze bei, ne? Ja, wir holen dann. Zum Beispiel die Häuser. Nee, und das Schloss. Ja, dann braucht man aber ein paar Teile mehr, mein Schatz, ne? Dann mach ich glaube aber dann. Ich glaube, dann killt die Mama uns, wenn wir hier mit dem Schloss ankommen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier dran kriegen. Also. Ich war's mal durch, okay? Ja, schauen wir mal, okay? Wir können ja gleich zusammen rein. Renn doch nicht weg, mein Engel. Da muss das hin. Mama hat nichts gesagt. Aber die will, glaube ich, uns tot machen. Naja, die Mama will uns nicht gleich killen, aber die schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ja, und dann ist Holla, die Waldfee. Ja. Dann ist vorbei. Ja, und dann ist die tot. Nein. Warum? Das sagt man nicht. Nein, 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 nein. Papa meint ja auch mit Killen immer nur, oh oh, dann gibt von meiner Mama wieder Mecker. Wo soll ich das denn noch alles hinstellen? Auf ja, so meine Freunde. Das war's. Das war's dann jetzt auch für diese Folge. Ja. Wir machen, die nächste kommt dann. Wir haben es jetzt so weit fertig, dass wir den Zug hier so fertig stehen haben. In einer ja eher deprimierenden Ausgabe, würde ich jetzt mal behaupten. Es wird weitergehen als nächstes und jetzt gucken wir mal, weil das ist echt das, was am längsten mit ein paar Beschilderungen, die dann kommen, die wir noch rechts und links hier dran machen müssen. Da sind noch einige Sachen drauf. Wir werden oben den Schornstein dran machen. Es kommt oben noch was drauf. Ja, und dann geht es tatsächlich schon los, dass wir dann mit dem Lokwagen, also mit dem Hänger anfangen.
mit dem Grundgerüst und das fertig machen. Genau, so sieht's aus. Das werden wir dann als nächstes machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ich euch. Ciao. Leute und Luther. Ciao.